Das Welser Budo Center, Oberösterreichs Zentrum für fernöstliche Kampfkunst, ist Schauplatz des im Rahmen der 5. Bundesliga-Runde auf dem Programm stehenden Duells Multikraft Wels gegen die Judo-Union Raiffeisen Flachgau. Ein Duell, das von der Papierform her eigentlich eine klare Angelegenheit für die Flachgauer sein sollte, die in den bisherigen 4 Bundesliga-Runden noch ohne Niederlage sind. Die Welser hingegen haben mit 2 Niederlagen und einem Sieg einen durchaus durchwachsenen Start hingelegt. Ja, der heurige Verlauf war eigentlich sehr überraschend. Wir haben Leibniz verloren, haben dann Mühlviertel geschlagen, sehr überraschend eigentlich, obwohl Mühlviertel wirklich mit der stärksten Mannschaft da war. Gegen Leibniz, wie gesagt, knapp verloren, gegen Samurai auch sehr, sehr knapp verloren. Ja, und jetzt geht es natürlich auf dem oftmaligen österreichischen Meister. Flachgau ist ganz, ganz stark drauf wieder und das wird sicher eine ganz heiße Partie heute. Noch dazu, da die Gäste aus dem Salzburger Flachgau zu diesem Duell gegen die Mannschaft von Multikraft Wels in absoluter Bestbesetzung angereist sind. Sogar Olympiasilbermedaillengewinner Ludwig Peischer ist mit dabei. Es ist ein schwieriger Gegner. Also er hat äquivalente Kämpfer in einige unserer starken Gewichtsklassen. Hat es mit den Legionären für uns ungünstig besetzt und darum habe ich ein bisschen Respekt. Im ersten Kampf des Tages stehen sich der 20-jährige Welser Eigenbaukämpfer Kimran Borchaschwili und der 24-jährige Dominik Waldhör gegenüber. Die Salzburger kämpfen in Blau, die Gastgeber in Weiß und Borchaschwili legt gleich ordentlich los und kann hier die Entscheidung erzwingen. Ein super gemachter Angriff wird mit Ippon abgeschlossen und die Oberösterreicher führen damit bereits mit 1:0. Olympiasilbermedaillengewinner Ludwig Peische ist damit im ersten Kampf der Klasse bis 66 Kilogramm bereits gefordert. Sein Gegenüber ist der erst 19-jährige Michael Winkler und er kann Peische in diesem Duell durchaus Paroli bieten. Peische versucht es immer mit seiner Spezialtechnik, dem Umfaller, und kann hier auch Michael Winkler immer Bodenkampf fixieren. Ludwig Peischer, dessen Formkurve zuletzt ja stark nach oben zeigte. Der 32-Jährige hat beim Weltcup im chinesischen Kwiandō mit Platz 7 wieder einmal wichtige Weltranglistenpunkte geholt. Kann hier im Bodenkampf Michael Winkler fixieren. Der 19-Jährige hat keine Chance, sich zu befreien. Die Zeit läuft natürlich für Lupo Ludwig Peischer, der ja in Rio 2016 noch einmal für Österreich bei Olympischen Spielen an den Start gehen will. Und hier fällt die Entscheidung. Ludwig Peischer gewinnt diesen Kampf und damit steht es 1:1. Ein temporeicher Kampf ist dann auch das Duell in der Klasse bis 73 Kilogramm zwischen Hans-Peter Fellner im weißen Judogi und Christoph Jodl auf Seiten der Flachgauer. Jodl geht hier mit einer Juko-Wertung in Führung. Er kann diese Führung allerdings nicht über die Zeit retten. Alle beiden Kämpfer haben ein Juko am Schluss zu Buche stehen und nur aufgrund des Shidos wird Hans-Peter Fellner zum Sieger erklärt. Und damit führen die Welser mit 2:1. Den ersten Legionär bekommen die Zuschauer im Welser Budokan Center dann in der Klasse bis 81 Kilogramm mit dem Flachgauer Laszlo Csoknai zu sehen. Der Ungar trifft auf Gregor Liebenberger. Und er macht auch relativ kurzen Prozess mit dem Welser. Hier gibt es zunächst eine Vasari-Wertung. Und im Bodenkampf fixiert er den vorzeitigen Sieg in diesem Duell. Und damit steht es nach 4 Kämpfen 2:2. In der Klasse bis 90 Kilogramm stehen sich dann Dominik Stegmeier und Christian Pichler gegenüber. Ein über weite Strecken ausgeglichenes Duell.
dass sich die beiden hier in diesem Kampf liefern. Und trotzdem fällt die Entscheidung noch vor dem Ablauf der regulären Zeit. Christian Pichler kann hier den Kampf mit Ippon für sich entscheiden. Die Flachgauer in den blauen Chudogis führen damit mit 3:2. Hier noch einmal in der Wiederholung die entscheidende Szene. Eine Ippon-Wertung für Christian Pichler. Mit Miklos Cirjenic schicken die Gastgeber aus Oberösterreich dann in der Klasse bis 100 Kilogramm den ersten Legionär auf die Matte. Und der 24-jährige Ungar trifft auf Thomas Brunner. Und dieser junge Flachgauer legt gleich ordentlich los, geht mit Juko in Führung. Und nur wenig später gelingt dem 24-jährigen dann die Überraschung in dieser Hinrunde. Er gewinnt den Kampf gegen den Ungarn, nämlich vorzeitig mit Ippon. Hier ein schöner Konter von Thomas Brunner. Damit steht es 3:3. Damit steht auch bereits fest, dass die Flachgauer diese erste Runde für sich entscheiden können. Mit 4:2 liegen sie nämlich in Führung. Der ungarische Legionär der Welser Christian Todt sollte nun also den Kampf über 100 Kilogramm gegen Christoph Kronberger gewinnen. Wollen die Welser in diesem Duell gegen Flachgau noch eine reelle Chance auf den Sieg haben? Und der Ungar macht seine Sache gegen Christoph Kronberger auch ausgezeichnet. Er kann diesen Kampf für sich entscheiden und zwar mit Ippon. Hier noch einmal die entscheidende Attacke. In der Wiederholung schön gemacht von Christian Todt und damit führt Flachgau zur Halbzeit nur mit 3:4. Ja, eine spannende erste Halbzeit. Es war sehr offen, die ganze Partie. Ich habe geglaubt, ja, das konnte gut für uns gehen. Und alle, mit denen ich gerechnet habe, haben es leider abgegeben. Dafür hat uns natürlich der Brunner Thomas mit bis 100 gegen einen Olympiateilnehmer von den Ungarn völlig überrascht und die Kohlen ein bisschen aus dem Feuer geholt für die Halbzeit. Jetzt haben wir Gott sei Dank 4:3 vorn. Mit dem Ergebnis kann ich leben, bin ich zufrieden. Mit der Präsentation der Mannschaft absolut nicht dieses Mal. Das ist das erste Mal heuer leider. Die Gastgeber von Multikraft Wels liegen zur Pause zwar zurück, verloren ist dieser Bundesliga-Fight allerdings noch lange nicht. Ja, ich glaube, es war wie erwartet eine ganz spannende Partie, wo wir das bessere Ende vielleicht nicht ganz für uns gehabt haben. Ja, unser Legionär, der Miklos, der hat mir eigentlich schon gedacht, dass er gewinnt. Aber der hat halt dann verloren, war für mich überraschend. Unsere jungen Burschen haben super gekämpft, muss ich echt sagen. Kimran gut gekämpft, Winkler Michi gut gekämpft. Der hat in Lupo, in Beischer, ist natürlich ein totaler Routinier. Und den kann man schon wirklich verlieren, sage ich jetzt einmal. 73 hat Peter gewonnen, ja, mit dem habe ich eigentlich erwartet. 81, dass man gegen einen Czoknai verliert, ist, glaube ich, ein normaler Czoknai. Das ist ein sehr, sehr guter Ungar. 90, naja, da steht mir Dominik. Da haben wir gedacht, naja, das war schon was, was drinnen war. Und dann ist dann anders ausgegangen. Naja, und der Todt hat natürlich super gekämpft. Aber er ist natürlich ein Weltklasse-Mann, der Todt Christian. Und der hat noch souverän gekämpft. Ja, wie gesagt, eine heiße Partie. Und ich glaube, noch mal eine ganz spannende zweite Halbzeit. Gleich zu Beginn der Rückrunde stehen sich in der Klasse bis 60 Kilogramm erneut die Welser Nachwuchshoffnung Kimran Borchaschwili in Weiß und Dominik Waldhör in Blau gegenüber. Und wie schon in der Hinrunde gibt der 20-jährige Borchaschwili von der ersten Sekunde an das Tempo vor und gewinnt auch diesen Kampf erneut vorzeitig durch Ippon. Damit steht es in diesem Bundesliga-Schlager 4:4. Nachdem Ludwig Peischer in der Hinrunde Michael Winkler mit Ippon besiegt hat, trifft er nun in der Klasse bis 66 Kilogramm auf Thomas Hamminger. Allerdings kann auch der 22-Jährige dem österreichischen Nationalkaderkämpfer Ludwig Peischer nicht wirklich Paroli bieten.
Peischer gewinnt auch diesen Kampf vorzeitig durch Ippon. Wunderschön gemacht hier. Und damit führen die Flachgauer in diesem Duell wieder mit 5 zu 4. Hier noch einmal in der Zeitlupe dieser schöne Angriff von Ludwig Peischer. Der Welser Michael Winkler hat in der Hinrunde noch in der Klasse bis 66 Kilogramm gekämpft. In der Rückrunde steht er nun in der Klasse bis 73 Kilogramm auf der Matte. Hier trifft er auf Nico Hoffmann. Und die beiden liefern sich hier einen offenen Schlagabtausch. Hier gibt's noch einmal den Videobeweis, der ja auch neu eingeführt wurde in der Bundesliga. Allerdings nach 5 Minuten endet dieser Kampf mit einem gerechten Remis. Auf einen neuen Gegner muss sich in der Klasse bis 81 Kilogramm auch der Welser Gregor Liebenberger im weißen Judoge einstellen. Christoph Stangl ist sein Kontrahent. Nach 1 Minute haben beide bereits ein Yuko zu Buche stehen. Und die beiden schenken sich auch weiter nichts. So wie hier im Bodenkampf ausgaben sich die beiden fast bis zur Erschöpfung. Die Entscheidung fällt dann zugunsten von Gregor Liebenberger, der dank einer Vasari-Wertung diesen Kampf gewinnt. Es steht damit 5 zu 5. Einen aussichtslosen Kampf führt dann in der Klasse bis 90 Kilogramm Dominik Stegmeier. Der ungarische Legionär der Salzburger Laszlo Csoknai ist nämlich eine Nummer zu groß für ihn. Bereits nach wenigen Sekunden gibt es diese Aktion im Bodenkampf. Macht der Ungar hier einen vorzeitigen Sieg klar. Und bringt damit die Flachgauer wieder in Führung, und zwar mit 6 zu 5. Wenn Thomas Brunner im Kampf der Klasse bis 100 Kilogramm damit gegen den Ungarn Christian Todt seinen Überraschungssieg aus der Hinrunde wiederholen kann, dann stehen die Flachgauer bereits vorzeitig als Sieger fest. Allerdings muss er sich diesmal selbst geschlagen geben, denn Christian Todt kann hier mit diesem Ippon-Sieg ausgleichen, und damit muss der letzte Kampf des Tages die Entscheidung in diesem Bundesligaschlager zwischen Multikraft Wels und der Judo-Union Flachgau bringen. Wobei der Vorteil natürlich ganz klar bei den Welsern liegt, die mit dem Ungarn Miklas Csirjenic einen weiteren Legionär auf die Matte schicken. Christoph Kronberger wehrt sich in diesem Duell zwar verbissen, muss sich schlussendlich aber doch vorzeitig mit Ippon geschlagen geben, womit die gastgebende Mannschaft Multikraft Wels diesen Bundesligakampf überraschend mit 7 zu 6 für sich entscheiden kann. Ja, war eine knappe Partie. Wir haben es im Endeffekt selber verloren. Wir haben 4-3 in der Halbzeit geführt, haben im zweiten Durchgang nur noch 2 Punkte gemacht, und das ist definitiv zu wenig. Nichtsdestotrotz ist es für uns die erste Niederlage in der Saison. Die Saison ist noch lang, wir sind auf einem guten Weg ins Final Four, aber heute ist natürlich sehr schmerzlich. Die Mannschaft von Multikraft Wels bleibt also in der heurigen Judo-Bundesliga-Saison so etwas wie der Favoritenschreck. Nein, ich glaube, wir sind natürlich voll zufrieden, dass wir die Partie noch umgedreht haben. Habe ich mir ehrlich gesagt nicht mehr gedacht. Ich habe mir gedacht, oh, werden wir wieder knapp verlieren. Aber dass sie die Burschen einmal so gesteigert haben, und wir haben natürlich auch dann, glaube ich, ganz gut aufgestellt, im zweiten ein bisschen gewechselt. Und dass der Liebenberger Gregor gegen einen Stangl Christoph die Partie gewonnen hat, war natürlich für uns sensationell und war für uns natürlich auch irgendwo das Ausschlaggebende. Also wirklich, ich kann meine Burschen nicht gratulieren, dass sie so stark gekämpft haben. Wirklich. In der Tabelle liegen nach 5 Runden weiterhin die titelverteidigenden Galaxy Tigers ungeschlagen in Front. Die Flachgauer sind weiter auf Rang 2 zu finden. Und die Welser verbessern sich mit diesem Sieg auf Tabellenplatz 6. Das nächste Judo-Bundesliga-Magazin gibt es bereits in wenigen Tagen, genauer gesagt am 14. Juli.